freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Volkmar ist perfekt pünktlich gekommen, wie Sie gesehen haben. Und ja, und entsprechend bin ich auch glücklich heute, dass alles so gut geklappt hat. Wir haben ja zurzeit hier Wissenschaftler aus der ganzen Welt und diskutieren gerade über Vulkanismus, über Supervulkane, über Calderas aus Südtirol und Japan, England, Norwegen war heute dran und so weiter. Und das haben wir auch als Anlass genommen, dann Volkmar zu bitten, sozusagen auch einen Vortrag zu diesem Thema zu halten. Jetzt nicht zur Entstehung dieser Vulkane, sondern zu dem, was Volkmar am besten kann. Er kann viele Sachen super gut, aber er kann halt auch noch am besten immer noch Mineralien. Und einen Teil, den kein Vulkanologe uns erklären kann, aber eben nur ein Mineralologe uns erklären kann, ist, wie kommen diese wunderschönen Minerale in diese tollen Gesteine rein? Und dieses ist das Thema, das uns Volkmar heute versprochen hat, darüber zu reden. Ich glaube, Volkmar brauche ich nicht vorzustellen. Volkmar ist eigentlich die Geologie Südtirols schlechthin. Also wenn es kein Volkmar gibt, gibt es keine Geologie. Oder so ähnlich. Er kann auf alle Fragen antworten, normalerweise, wenn es zum Thema Geologie geht, aber halt eben besonders gut dann, wenn es um Mineralogie geht. Und deswegen wollte ich jetzt nicht länger Sie aufhalten und einfach direkt Volkmar das Wort überlassen. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke, Evelyn, für diese Einführung. Zu viel des Lobes am Anfang ist nie gut, aber ich werde versuchen, das so gut wie möglich rüberzubringen. Nun, Mineralien, die geben tatsächlich Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Supervulkans von Bozen. Und wie soll man sich den vorstellen? Ja, jeder von uns hat irgendwo eine Vorstellung, wie so ein Supervulkan ausschaut. Meistens bekommt man präsentiert, ja, so ähnlich wie Yellowstone. Aber ganz so ist es dann doch nicht, weil Yellowstone liegt mitten im Wald, relativ hoch gelegen, im Winter schneit's. Und das passt schon mal nicht zu unserer Caldera hier in Bozen, weil die war damals ja irgendwo in der Nähe des Äquators. Und deswegen habe ich eine Caldera ausgewählt, von der ich sehr viel gelernt habe. Und zwar ist das die Caldera von La Palma mit dem höchsten Gipfel Spaniens, dem Teide. Das ist auch eine riesige Caldera, besteht auch aus Porphyren. So wie bei uns, ganz, ganz ähnlich. Man kann dort sehr viele Strukturen sehen. Und hier sieht man direkt eine riesige Caldera, die wirklich riesig ist. Im Verhältnis zur Caldera von Bozen ein Kleinkind noch dazu. Aber man muss sich schon vorstellen, das ist ein Riesending. Und da kann man entlang fahren, entlang gehen und man kann die Strukturen sehen. Also so ungefähr kann man sich das auch vorstellen mit einem wüstenhaften Klima, irgendwo da hinten, ganz, 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 ganz weit weg die Tethys und vielleicht hier eine relativ flache Gegend. Nun, diese Caldera, wo befindet sich die? Wenn man sich das anschaut, ich habe Ihnen hier aufgezeichnet den Alpenbogen, die Karte, die bekannt ist. Und dann gibt es eine Reihe von permischen Vulkanen, Vulkangebieten, interessanterweise immer entlang dieser sogenannten periadriatischen Naht, die die Apulische Platte, die Apulische Oberplatte, um es genau zu sein, vom Rest der Alpen, also sozusagen dem afrikanischen Vorland, ehemaligen und auch von der europäischen Kruste trennt. Das ist kein Zufall, auch dieser Eck hier ist kein Zufall. Nicht vergessen, wir haben hier Meran, das ist Mauls, das ist Pustertal und geht hinüber bis Maribor. Und dieses Eck hier ist kein Zufall, weil der ist sozusagen durch diese riesige Platte von mächtigen Gesteinen dieser Caldera entstanden. Das ist nämlich ein Gestein, das relativ leicht ist, das schwimmt oben auf. Das war schwierig zu subduzieren, auch zu obduzieren. Und man sieht kleinere Vulkangebiete auch immer hier entlang. Deswegen spricht man häufig oder hat gesprochen von den periadriatischen Magmatiten. Nun, ganz interessant, diese Störungszone ist ja relativ jung. Die kann man gut datieren, die ist mit 32 Jahren, Millionen Jahren datiert. Und wir sprechen hier aber von Gebieten, die 290 bis 274 Millionen Jahre alt sind. Also die waren schon lange vorher da
Und die sind jetzt so aufgereiht wie eine Perlenschnur. Und dann sieht man, diese Caldera ist ja wirklich riesig. Und mit der wollen wir uns beschäftigen. Wenn wir jetzt den Ausschnitt von Südtirol nehmen, noch einmal hier dieses Eck, leicht zu merken. Hier ist Malé, Meran, Mauls, Maribor. Also die vier M sind nicht im Meissner Mountain Museum, sondern das ist Malé, Meran, Mauls, Maribor. Ja. Und diese Caldera ist hier aufgeschlossen in diesem rosaroten Fleck, den man hier sieht. Natürlich bedeckt von anderen Gesteinen, aber man kann sie noch ganz gut erkennen. Wenn das hier Meran ist und das Trient, dann ist es relativ schnell auszurechnen. Es sind über 75 Kilometer Durchmesser. Wenn man dann hier noch hinüber geht nach Rumo und dann noch hinüber bis nach Sexten, auch dort gibt es noch Porphyraufschlüsse, dann ist schon das ein Riesending. Heute sind sie auf 2000 Quadratkilometer aufgeschlossen und man muss aber auch davon ausgehen, dass es 6000 Quadratkilometer sind. Das ist ein riesiges Gebiet und wenn man sich so einen Vulkanismus vorstellt, das ist schon ein Riesending. Wenn man so die Übersichtskarte hat, aha, hier ist was verschoben worden, egal, hier ist Meran, noch einmal hier Bozen, wir sind hier sozusagen im Zentrum. Das alles, was hier blau ist, ist sozusagen die Sedimentabfolge, die jünger ist. Das Graue hier sind die Quarzphyllite, das ist das, was darunter liegt. Und hier diese dunkelroten Gesteine, die gehören eigentlich auch zu dieser Caldera dazu. Wie kommt man dazu, sich so ein Ding vorzustellen? Im Grunde genommen ist es ein großes Oval. Und die Frage ist, wie funktioniert das, so eine Caldera? Ja, da gibt es einen Haufen Zeichnungen, die kann man sich auch aus den Büchern herausholen. Also ich brauche mal auf jeden Fall irgendwo einen Erdmantel, der mir entsprechendes Wärme zuliefert und die Kruste aufschmilzt. Ja. Dann steigen diese Schmelzen nach oben, interessanterweise zuerst außen. Und natürlicherweise wird das dann instabil und das bricht dann ein, kann einmal oder mehrfach einbrechen. Und das Material sozusagen, das Magmenmaterial, ganz egal wie es sich dann ausschaut, an der Oberfläche, das bleibt sozusagen in diesem Kessel. Und Caldera heißt ja nichts anderes als großer Topf oder Kessel. Nun, wie soll man sich das vorstellen? Das können Sie zu Hause nachspielen. Ganz einfach. Sie nehmen einen Topf, schütten Wasser rein, gefrieren das Ganze und dann lassen Sie den eine Zeit lang in der Sonne stehen. Legen einen Deckel drauf, der aber kleiner ist als der Topf selber, der passt gerade in den Topf hinein. Vielleicht, wenn ein Zentimeter Spiel heraus ist, wenn ein Zentimeter Luft ist, dann geht das gut. Ja. Stellen Sie ihn in die Sonne und Sie geben einen großen Klotz drauf, ein schweres Gewicht, kann ein Ziegelstein sein, was auch immer. Was wird passieren? Das wird unten schmelzen, der Deckel drückt ein, er hat ja ein Gewicht und am Rand quillt das Material hervor, bleibt aber im Deckel drin. Also physikalisch ganz einfach nachzuvollziehen, hier passiert gar nichts anderes. Ich schmelze sozusagen das auf, das wäre mein Eis, die Kruste kann man ganz genau gleich betrachten. Und wo kommt es heraus, wenn ich einen Deckel habe? Ganz außen, weil hier habe ich sozusagen einen Deckel drauf, ja, das drückt herunter. Das ist dann oval oder kreisförmig, manchmal auch ganz unregelmäßig, aber so funktioniert das. Ja. Und je mehr sie aufschmelzen, desto schneller geht das hinunter und das bricht wirklich ein. Und die Eltern unter ihnen kennen sicher noch die alten Herde, ja, hat einen Ring außen und dann weiter und das wandert weiter nach innen. Ja. Nun, wenn man sich das überlegt, kommen verschiedene Gesteine heraus. Ich habe die hier mal so dargestellt. Das sind einfach Gesteine aufgesammelt mit einer schönen Oberfläche. Das ist Aterna, eine Subvulkanit. Sie sehen, hier haben wir große Kristalle drinnen in einer Grundmasse, die aus roten und weißen Flecken besteht. Dann haben wir einen rhyodazitischen Ignimbrit. Das müssen sich alles nicht merken, aber Sie sehen schon, Wenn man solche Schmelzen hat, die sind nicht gleichmäßig. Hier sieht man grobes Material, das mit feinem Material wechselt. Das ist so schlierig,
Also wie so Kuchen, wo man feineres und gröberes Material nicht gut vermengt hat. Also man sieht, die Dame oder die Göttin, die für diese Caldera zuständig war, die hat zu wenig umgerührt, wie bei der Polenta. Dann gibt es manche Dinge, da sind noch Brocken und Stücke drinnen. Das ist explosives Material, also ist richtig herausgeschleudert worden mit Feststoffen. Aber man sieht, das gehört auch alles zu diesem magmatischen Topf. Und dann gibt es noch hier so Lavaen, die haben Löcher drinnen, interessanterweise sind herausgewittert. Sie sehen auch hier, dass die Flechten, denen das gefällt, das sind keine Mineralien, das sind einfach weiße, helle Flechten, die darauf wachsen in diesen porigen Gesteinen. Also wir haben also ganz kompakte Gesteine, ganz porige. Und das hängt im Wesentlichen vom Siliziumgehalt ab. Je mehr Silizium in dieser Schmelze, desto zäher wird das Ganze, je weniger, desto flüssiger. Und das Problem ist, wenn man etwas Zähes hat, das kennen Sie auch, wenn Sie Polenta kochen, dann kocht das aus, das spritzt heraus und macht der Murzrauch. Also aus dieses Erste, das waren alles sozusagen Produkte, die ja, mit viel Kraft herauskommen, explosive Produkte, kann man auch zu Hause nachmachen. Also wenn Sie einen guten Kellner haben, ja, der öffnet eine Sektflasche, dann macht er das ganz langsam und dann können Sie den Sekt schön ins Glas eingießen. Wenn Sie dieselbe Flasche, wenn ich das aufmache, dann wird es einmal sprudeln und wie so ein Schaum über die Flasche hinunterrinnen. Und wenn es mein Sohn aufmacht, der macht Bim Bam und dann tut's, ja, fliegt alles nach oben zum Plafond. Sie haben immer den gleichen Sekt, immer die gleiche Zusammensetzung, aber der Gasgehalt kommt einmal gemütlich heraus und einmal ganz wild. Und das hängt ganz wesentlich einmal vom Siliziumgehalt ab, also je höher, desto zähflüssiger, und von den Gasen. Ja. Je mehr Wasser, was ist das wichtigste, das häufigste Gas? Wasserdampf. Wenn Sie also im Untergrund Wasser haben, dann fliegt Ihnen das Ganze um die Ohren. Und wenn wenig Wasser drinnen ist, dann fließt die Lava. Und das hier ist eine wunderschöne dazitische Lava mit wunderschönen Fließstrukturen. Also es fließt dann zähflüssig über den Hang hinunter. Das fotografiert von der Felswand zwischen Unterrhein und Andria. Also kann jeder sehen. Interessanterweise war ich der Erste, der das gesehen hat, obwohl man sich schon 150 Jahre um die Bohrführung gekümmert hat, 1998 entdeckt. Also wie schaut jetzt unsere Caldera aus? Ein Riesending. Also wir haben im Grunde genommen eine Caldera, die aus zwei Ringen besteht. Wir haben außen einen violetten Ring, der etwas größer ist, und innen diesen roten Ring. Schauen Sie, und die Grenze geht genau durch Bozen durch, geht dann durch das Eckental hinein, macht einen Knick, kommt da heraus und kommt südlich vom Mezzo Lombardo hierher. Hier sieht man es leider nicht, weil hier natürlich die Sedimente des Mendelkamms drauf sind. Wenn man das jetzt auseinanderschneidet, wie ein Kuchen, dann sieht man, wir haben hier im zentralen Bereich die Caldera vom Bozen, Durchmesser, wie gesagt, riesig, 70 Kilometer, ein mächtiges Paket. Wir sprechen hier etwa von 2-2,5 Kilometern. Dann gibt es hier so Übergangsbereiche, wo die eingebrochen ist. Und dann sieht man draußen noch einmal diese violetten Gesteine, auch ganz mächtig. Die sitzen auf anderen Material drauf, gehen bis hier hinein. Und das wären die Granite, nördlich und südlich. Das wäre der Ifinger Kreuzberggranit und das wäre im Prinzip die Chimarasta. Ja. Also, die ist exemplarisch ausgebildet, das kann man auch dann im Gelände sehen. Fragezeichen gemacht, wir wissen nicht, wie tief es hinuntergeht. Ich habe noch kein Geld aufgetrieben, so tief zu bohren. Aber wenn man sich hier die Details anschaut, man kann also wirklich sehen, das ist sozusagen die älteste Caldera. Die liegt hier direkt auf Kristallin drauf, auf dem kristallinen Untergrund. Dazwischen gibt es diese grünen Lavaen. Und dann ist es mal heruntergebrochen. Hier ist es relativ kompliziert. Das ist im Bereich von Terlan Andrian. Bozen sitzt genau an dieser Quelle. Und hier haben wir die mächtigen Ignimbrite der Auerformation. Also die sind benannt. Das ist die Gargazon-Formation und das ist die Auerformation. Heißen weltweit so. Ja, noch einmal, wie man sich das vorstellen kann. Also ich drücke hier meinen Deckel herein und da oben kommt ein riesiger Schweißduft heraus. Also das wird wirklich herausgeschleudert
Und das muss man sich auch vorstellen, dass das wirklich wie so ein Sekt weit herumgeht. Wie gesagt, je nach Gasgehalt kann es einmal fließen, so richtig schaumig. Und das ist immer noch so heiß, dass das Ganze dann so zusammenschweißt, wie wenn es ein kompaktes Gestein wäre. Wenn wir uns jetzt diese Auerkaldera anschauen, fangen wir sozusagen mit den jüngsten Gesteinen an. Ja, das ist sozusagen unser Deckel, der hier noch drinnen ist, inklusive ganzes Material, das diesen Deckel überdeckt. Man sieht schon, die ist zweigeteilt. Wir haben so einen nördlichen Teil und hier inzwischen gibt es so eine Hochzone, die ist ganz genau unten bei der Leinburg im Pfaden. Sieht man das Ganze sehr, sehr schön. Wenn wir da jetzt einen Schnitt durchmachen, dann müsste man das auch erkennen. Und ich erzähle Ihnen nichts, was ich nicht nachweisen kann. Wenn Sie im Etschtal mal spazieren gehen, schauen Sie, das ist die Leinburg. Und da sieht man wunderschön die Grenze von dieser Auerformation. Die liegt da auf einem anderen Gestein drauf. Das ist ganz dunkelrot, das ist hell. Das hier hat keine Säulen, das hat eindeutige Säulen. Und diese Grenze, die kann jeder sehen, auch wenn er über die Autobahn fährt und etwas Acht gibt oder wenn er drüben über die Straßstraße fährt und da mal irgendwo auf die Seite fährt, dann sieht man diese Grenze wunderbar. Und im Norden kann man diese Grenze auch sehen. Das ist der Schloss Hochheppan. Da herauf sieht man, das sind Lavaströme, das sind die Lavaströme, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Das Bild mit diesen Lavaströmen ist von da, genau hier. Und da oben drauf geht diese Caldera noch ein Stück weit über den Rand hinaus. Die schaut dann auch etwas anders aus, weil das Material ja weiter herausgeworfen worden ist. Aber man sieht auch hier diese Grenze wunderbar und da oben drauf sitzt dann der Gröner Sandstein. Ja. Also, das hier wäre sozusagen die Nordgrenze, das ist diese hier. Und die Südgrenze, das was ich Ihnen hier zeige, das ist genau hier in diesem Bereich. Ja. Okay, also, kann man im Gelände alles sehen, man muss nur noch ein bisschen spazieren gehen, vielleicht mit einem Geologen mal unterwegs sein. Wie schaut die aus? Das ist ein rhyolithischer Ignimbrit, das heißt, er hat eine granitische Zusammensetzung. Also, wenn die Schmelze in der Tiefe stecken geblieben wäre, wäre es ein Granit geblieben. Also das sind kristallreiche Tuffe, also 55% von dem Material ist Tuff und der Rest ist glasiges Material. Kristalle 1 bis 3 mm, Mächtigkeit 1300 Meter, 3000 Quadratkilometer. Geschätztes Volumen, stellen Sie sich das vor, zwischen 1200 und 1500 Kubikkilometer. Ja. Also das ist viel Material und wenn man sich so diese großen Canyons, die bis Calderen, die man bis heute kennt, ich sage ganz bewusst, die man bis heute kennt. Wir wissen nicht, ob es im Dschungel von Borneo oder sonst wo noch eine gibt. Auf jeden Fall, wenn wir die anschauen und das Volumen da hineinpressen, dann ist das die drittgrößte Caldera der Welt. Derzeit bekannte. Und wie schaut das Gestein aus? Kennt ja jeder die Wände vom Pfaden? Ja. Ganz typisch mit diesen steilen Klüften, die man hier sieht. Interessanterweise, die sind rechteckig, nicht sechseckig. Also das ist typisch für die Ignimbrite. Diese Ignimbrite, diese Schweißtuffe, die sind so glasig und so heiß erstarrt. Es gibt unterschiedliche Temperaturangaben, irgendwo zwischen 1200 und 900 Grad. Die sind wirklich sozusagen wie Glas verschmolzen. Auch die Blätterbachschlucht besteht aus demselben Material, also wenn man die Schlucht hineingeht, hat man wiederum diese säuligen, geklüfteten Gesteine. Und da fragen viele, ja, ist das so eine Basaltsäule? In den meisten Fällen nicht. Aber hier, Schloss Firmian, ja, Sigmundskron, wunderschön, hier haben wir sechseckige Säulen, hier gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass das so Abkühlstrukturen sind, wie man es immer in den Büchern liest. Aber es wird dann schwierig, wenn man diese Platten sieht, und Sie wissen ganz genau so gut wie ich, dass man hier sehr häufig Platten und Würfel abgebaut hat. Also Platten können nicht durch Abkühlung entstehen, das wäre physikalisch nicht möglich, sondern die entstehen viel, viel später bei der alpinischen Gebirgsbildung. Also dieser Glaskörper, der ist wirklich so homogen, der wurde durch die alpinische Gebirgsbildung gepresst, und hat sich dann in Platten gelegt. Also die Platten vom Porphyr, die sind viel jünger, die sind erst etwa vor etwa 70
Millionen Jahren bis 60 Millionen Jahren entstanden. Und das Gestein selber hier ist aber 270 Millionen Jahre alt. Also es liegen 200 Millionen Jahre dazwischen. Ja, wie schaut es aus? Häufig Löcher, ganz typisch diese kleinen Kristalle. Kein Mineraliensammler wird auf die Idee kommen, diese weißen Feldspatkristalle und die Quarze herauszubringen. Die sind auch nicht schön kristallisiert. Die sind wirklich durch diese Explosion zerrissen. Das sind alles Kristallbruchstücke. Sie werden auch im Dünnschliff, also wenn man das ganz im Detail anschaut, seht ihr, das sind ganz unterschiedlich große Kristalle, die sind zerfetzt worden. Die sind nicht mehr schön, die kann man nicht brauchen. Sogar im Dünnschliff, wenn man das anschaut, hier haben wir Millimetermaß, schauen Sie, die sind zerbrochen. Die sind zum Teil auch gerundet und durch die Schmelze wieder angelutscht. Und hier sieht man, das sind alles Glassplitter. Also diese feinen Strukturen, die man hier sieht, sind Glassplitter. Das Dunkle hier ist ein Biotit. Das sind Quarze. Dann ist da Feldspat, der ist so trübe. Und die sind auch angelutscht. Das heißt, die sind mit der Schmelze schon gar nicht mehr im Gleichgewicht. Ja? Kann man sich kaum vorstellen. Das hier ist ein Vitrophyr. Der ist noch ganz dunkel, er ist fast schwarz. Auch hier alles Kristallbruchstücke und das Schwarze ist Glas. Und wenn Sie mir es nicht glauben, schauen Sie, hier sehen Sie, das sind die Quarzkristalle, die da drinnen sind, auch die Feldspäte sind schon trübe. Das hier ist der Biotit und das sind die Glasfetzen. Ja, stellen Sie sich vor, das ist richtig eine Schmelze, geht hinaus, das Glas. Und diese Glasfetzen, die werden, schaut hier, das ist ein Kristall, der ist schon hart. Das wird um den Kristall herumgebogen und zusammengepresst. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Teig in eine Pfanne schüttet und daraus ein Omelette macht. Ja. Da wird es auch so, die Luft kommt heraus und das wird gepresst. Ja. Also, für Mineraliensammler, ja. Mineralien, wenn man sich das dann anschaut, jetzt überlegen wir uns, jetzt haben wir durch, von Meran bis Bozen, so ein Zeug bis Auer, ja, 1300 Meter mächtig und Mineralien, wie viel? Ja, gibt es die überhaupt und wo sind die? Wenn man sich das anschaut, dann sieht man hier, dass dieser Caldera-Rand zum Beispiel hier ganz deutlich verschoben ist. Dann gibt es diese blauen Linien durch, das sind auch Störungszonen. Hier geht einer herein, Opa Auer, hier ist die Leinburg noch einmal. Also hier gibt es verschiedene Störungszonen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen riesen Vulkan, gar nicht vorstellbar ohne Erdbeben. Ja. Also stellen Sie sich vor, das Ganze schwimmt auf dieser Schmelze, die ist vielleicht zähflüssig, aber das sind einzelne große Schulden, die sich bewegen. Ja. Wenn sich etwas bewegt in diesen Gesteinen, dann habe ich natürlich auch Flüssigkeiten, die durch diese Störungszonen hineinwandern. Und das ist unser Vorteil. Ja. Und diese Störungszonen, die kann man sehen, das ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus einem Buch auf den Spuren der Knappen. Benno Baumgarten und Konsorten, Folie und Steding haben das verfasst. Und hier sieht man das Bergwerkszeichen. Das ist das Brandental bei Leifers, das hinaufgeht Richtung Weißenstein. Und hier ist eingezeichnet Brandental Nord, Wolf, Brandental Süd, Wieserhof und St. Helena. Das sind alte Bergbaue. Ja? Also wo es Bergbau gibt, muss es Mineralien geben. Und warum sind die da? Die sind genau hier zwischen zwei so Störungszonen eingeklemmt. Auch im Eckental gibt es da, beim Halsberg gibt es noch verschiedene alte Bergwerke. Wenn man sich das anschaut, die wurden interessanterweise schon im Mittelalter bearbeitet, aber richtig abgebaut erst dann in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1960. Und diese Mine war im Betrieb bis 1996. Und man sieht hier, hier gibt es einen mächtigen Gang. Die haben alle so die Richtung Nord, Nordost, Süd, Südwest. Auch diese Gänge, die sind dann versetzt an verschiedenen Teilen. Aber die haben immer dieselben Richtungen. Entweder so irgendwie Nord, Nordost, Süd, Südwest oder auch Nord, Nordwest, Süd, Südost. Die sind ganz typisch. Also das sind so Blöcke, die sich zerlegen. Und in diesen Störungszonen gibt es dann entsprechende Mineralien, die hier abgebaut worden sind. Das ist ein Originalfoto noch aus den 60er Jahren, wo abgebaut wird. Wenn man sich das anschaut, dann sind das mächtige Stollen. Wir sind hier auf der Quote 1070 und kommen hinauf praktisch bis
bis an die Oberfläche. Alles, was hier in grün ist, ist abgebaut worden. Das sind senkrechte Gänge. Man hat hier unten einen Stollen sozusagen parallel zu diesem Gang gemacht, damit man in Sicherheit ist. Und hier herunter den Fluorit abgebaut. Fluorit für die Eisenindustrie als Flussmittel. Und die haben so weit gebohrt, dass die Bohrer oben rausgekommen sind, mit dem Problem, dass es beim Wölfelhof und an anderen Stellen dann auch eingebrochen ist. Was kann man an Mineralien finden? Im Mittelalter hat man natürlich Bleiglanz gesucht, wenn geht silberhaltig, was bei diesen heißen Gesteinen durchaus möglich ist. Also der Silbergehalt, man sieht auch, der glänzt recht, ist relativ hoch von dem Material. Also da sind schon bis zu 2% Silber im Konzentrat. Und das Silber ist auf diesem Fluorit, auf diesem Flussspat drauf. Das ist eine Calcium-Fluor-Verbindung, die relativ stabil ist und natürlich in der Eisenindustrie gebraucht wird. Neben dem Fluorit gibt es dann auch Baryt, also ein Bariumsulfat, das da drauf sitzt, schöne Rosetten bildet, Größe und von wem das Ganze ist, sehen Sie immer am Bild. Blei, überall dort, wo Bleierze umgewandelt werden durch die Verwitterung oder durch die Lösungen, gibt es auch Hemimorphit, hier wunderschön, so grüne, raupenförmige Aggregate von blättrigen Kristallen. Und das gibt es auch anders, Hemimorphit, wunderschöne Rosetten, Durchmesser etwa 1,5 mm, also groß sind sie nicht, dafür sind die Kalzite umso größer, also der ist etwa 9 cm breit, wunderschöne Kalzite. Also wir haben in diesen Gängen drinnen Calciumcarbonat, Bariumsulfat und Bleierze im Wesentlichen. Ja, hier noch ein schöner Stern von Hemimorphit, sind die besten Hemimorphite, die es in Südtirol gibt, leider nicht die größten, aber doch kristallographisch wunderschön. Was wir im Brandental haben, das finden wir auch auf der anderen Talseite. Wenn wir hingehen Richtung Altenburg, gibt es ähnliche Gänge. Die haben allerdings kaum Kalzit dabei, also es fehlt das Calcium im Wesentlichen. Wunderschöne Fluoritkristalle, wasserklar durchsichtig, perfekt ausgebildet. Dort hat man allerdings vor allem den Blei und das Zinkerz abgebaut. Auch hier wunderschöne Würfel. Und Sie sehen, auch diese Würfel, die haben ein Wachstum. Die haben einen Kern mit diesen roten Einschlüssen. Das sind Eisenoxide und Hydroxide, die eingeschlossen sind. Und man sieht wirklich, dass diese Fluoritkristalle gewachsen sind, Schicht um Schicht. Auch ein typisches Stück, auch hier, Baryt drauf, diese Fluoritwürfel drunter. Und da drauf Baryt-Rosetten. Interessanterweise gibt es hier Baryte in ganz komischer Form. Die sind so wuschelige Kristalle, alle gebogen. Keine Ahnung, wie die entstehen. Auf jeden Fall ist es Baryt. Sekundärmineralien gibt es auch noch drauf, kupferhaltige. Aber dieses Aggregat ist wunderschön. Schaut aus wie ein Krauskopf. Ist wirklich ganz interessant. Gibt es eigentlich sonst nicht so oft. Nun, während die Erze abgebaut worden sind, sowohl im Brandental wie auch in Altenburg, gibt es viele Gänge, die kreuz und quer durchgehen. Bei Aldein sind sie besonders interessant. Hier gibt es gelbe oder auch gelbe Fluorite mit einem violetten Überzug, alles Mögliche. Und man sieht schon, ein Mineraliensammler kennt keinen Schmerz, auch wenn er mal daneben schlägt, ist das kein Problem. Ja. Wo nicht aufgeht, auch nicht lustig. Auch einer, wunderschön mit Innenreflexen, immer von Aldein. Nicht sehr groß, aber wunderschön. Auch hier sieht man diesen rötlichen Anflug, den sie häufig drüber haben, der dann auch manchmal schön violett wird. Ja, und dann gibt es Gänge, die kommen direkt bis nach Bozen. Da gibt es dann Leute, die nicht wie die Bergleute arbeiten mit Kompressor und so. Also das ist alles Handarbeit, man sieht jede Menge Hämmer in alle Richtungen und die Kollegen, die dann schon ganz kritisch reinschauen, ob es wohl weitergeht, auch das ist nicht sehr förderlich. Also ich glaube, da braucht man dann kein Pilates mehr, wenn man da drinnen ist und man sieht, ja, es soll Kollegen geben, die sind Spider-Man. Ja. Auf jeden Fall, dieses Loch ist mittlerweile 13,5 Meter tief, etwa, ja, knapp schulterbreit, wenn man meine Schulter nimmt. Und leider Gottes gibt es zwar noch Material, aber es wird immer schwieriger, das herauszuholen.
es gibt schon seit langer Zeit, also Anfang 20. Jahrhundert, dieses Stück gefunden ist im Gymnasium, Franziskaner-Gymnasium in Bozen. 11 cm mal 8 cm, 2 cm hoch, auch hier mit wunderschönen Paritrosetten drauf. In diesem Fall wasserklar. Vom Virgl, ja, stellen Sie sich vor, Bozen, 100.000 Einwohnerstadt, 20 Minuten daneben gibt es wunderschöne Kristalle, die es im gesamten Alpenbereich nicht gibt. Wunderschöne dunkelblaue Fluorite, absolut selten. Also von denen gibt es nicht sehr viele, die sind wirklich wertvoll. Und ja, jeder stolz, der so etwas hat. Kommen wir zurück zur Caldera. Also jetzt haben wir diesen ersten Teil gesehen. Also hier haben wir Mineralien eigentlich nur dort, wo wir solche Gänge und solche Störungszonen haben. Alles andere kann man im Wesentlichen vergessen. Wenn wir jetzt so einen Schnitt durchmachen, dann sehen wir schon, wenn wir auf diesen nördlichen Bereich schauen, dann gibt es hier größere Konsequenzen. Ja. Man sieht dieses erste Caldera-Teil, das ist relativ stabil. Dann kommt es hier zu Absetzungen. Und hier, wo diese Absetzungen sind, gibt es so einen komischen Körper da drinnen. Das ist ein sogenannter Subvulkanit. Das heißt, wir haben eine Störungszone, wo das sozusagen heruntergebrochen ist in die Tiefe. Und das hat natürlich Platz gemacht, damit eine Schmelze von unten heraufkommt. Aber die ist nicht bis ganz an die Oberfläche gekommen oder vielleicht nur an manchen Teilen. Ja. Wie schaut das jetzt im Genauen aus? Hier eine Handskizze, so habe ich es im Gelände gezeichnet, zusammen mit meinem Kollegen Corrado Morelli. Also wir haben hier diese Absetzungen, das hier sind diese ganz eng geklüfteten Ignimbrite von Gargazon, die sind auch grau, eher dunkelgrau. Und hier gibt es diesen Körper bei Terland. Dieses Subvulkanit, der erkennt man sofort an den großen Kristallen. Das sind die großen Orthoklaskristalle, Feldspäte bis zu 8 cm. Ja, das ist ein Bild, also die Breite oder die Länge von dem Kristall ist etwa 8 cm. Und die haben wir auch genau datiert. Also da wissen wir das Alter, 276 Millionen Jahre. Wir wissen, dass da unten hat 278 und da oben das, was die letzten, die jüngsten, also die Caldera, mit den Auer-Formation 274 Millionen Jahre. Stellen Sie sich vor, es ist knapp an dem, was man relativ gut datieren kann. Ja, alles in 4 Millionen Jahren passiert. Also stellen Sie sich vor, die Menschheit, wenn man die Halbaffen dazu rechnet, sind ungefähr gleich lang auf der Welt, wie das da sozusagen vulkanisch tätig war. Interessant ist eben dieser Subvulkanit, der ist da eingedrungen und endlich gibt es große Kristalle. Also hier gibt es effektiv Orthoklaskristalle, die zum Teil auch 4, 5, 6 cm Größe erreichen können. Orthoklas, hier sieht man den Zwilling, Orthos heißt gerade, der bricht also gerade, ist ein Vierkantkristall mit abgeschrägten Ecken, wunderschön, in diesem grobkörnigen Schmelze drin. Also endlich einmal einen gescheiten Kristall, ja. Aber ganz typisch gibt es nur in diesen Subvulkaniten, nicht nur hier in Terland, sondern auch in der Val Floriana. Ja, wenn man die geologische Karte anschaut, das ist eine moderne geologische Karte, können Sie übrigens nachschauen im WebGIS der autonomen Provinz Bozen. Hier ist dieser Körper drin, der kommt hinauf bis nach Verschneit. Und das, was hier so violett ausgehalten ist, das sind die Ignimbrite von Gargazon. Auch hier sieht man die Störungszone. Auf dieser Störungszone drauf haben wir später noch alte Rutschungen. Und kann man das im Gelände sehen? Ja, das kann man im Gelände sehen. Also wir haben hier Nordwesten, hier Südosten, 2 Kilometer. Diese Ignimbrite von Gargazon, die haben hier die Grenzen. Also hier ist die Störungszone, das Ganze ist hier abgesetzt. Das können Sie auch am Gelände erkennen, das geht da herunter. Und hier haben wir zwei steile Störungszonen. Der Intrusionskörper von Terlan, der macht genau diesen Teil des Hanges aus. Also die Grenzen kann man wunderschön, wenn man nicht feig ist, auskartieren. Im Herbst oder im Winter geht das ganz, ganz gut. Und dann drauf haben wir die Nals-Formation, Nals 2. Dann da oben gibt es Konglomerate. Also das hier ist schon interessant. Und ja,
Erst da ganz oben drauf kommt die Auerformation. Also das hier sind mächtige Laben. Ja, das sind die Laben von Andrian. Und dieser Bereich, der so mächtig ausschaut, das sind Konglomerate. Also stellen Sie sich vor, das Ganze ist sozusagen abgerutscht. Der Körper ist hier eingedrungen in diesen Rand von den Ignimbriten. Das Ganze wurde dann relativ bald erodiert an der Oberfläche. Das haben die Bäche ausgeräumt. Und das Material, das hier ausgeräumt ist, das ist alles Schuttmaterial. Das kommt hier herunter, das sind die Bäche heruntergeflossen. Und man sieht hier noch wirklich die Strukturen von alten Bächen. Also richtig so, wenn man heute in den Eisack hineingeht, dann wird man ungefähr die Korngrößen finden, die auch hier liegen. Also das war richtig ein altes Becken mit wahrscheinlich hier auch noch Seesedimente. In diesem Bereich gibt es Seesedimente. Also das ist dann erodiert worden, also wirklich an die Oberfläche gekommen. Und später gab es dann einen mächtigen Lavafluss, der von hier sozusagen wieder in den zentralen Bereich der Caldera hineingeflossen ist. Ja, schaut immer schon ganz lustig aus. Die Gesteine sieht man, das ist typisch Gargazon. Ganz enge Platten, die wurden auch früher abgebaut, wunderschön. Die meisten haben sie dann auf der Terrasse liegen. Wenn man da schaut, liegen in Britte auch hier wieder diese Kristallbruchstücke, relativ viel Biotit dabei. Die Feldspäte sind total hinüber, die sind serizitisiert und die Quarze auch hier, schaut mal, die sind angelutscht durch die Schmelze. Das zeigt, dass sie relativ heiß war. Der Subvulkanit hat diese großen Feldspäte drinnen. Ja, sieht man auch hier die Feldspäte, aber schauen Sie, diese Grundmasse ist weitaus grobkörniger. Also die hatte Zeit auszukristallisieren, auch die Biotite sind relativ groß. Das ist ein Feldspat, das ist ein Quarz. Ja, sieht man relativ gut. Und interessant, diese Schmelzen, die da herunten heraufkommen und in dieses Gestein eindringen, die suchen sich sozusagen die Wege, die durch diese Störungszone, durch das Herunterbrechen aufgegangen sind, kommen da hinein und verändern das Nebengestein. Und die bringen aus der Tiefe auch entsprechende Mineralien mit, vor allem Erze. Und wenn wir uns diesen Bereich jetzt genau anschauen, dann werden wir feststellen, wiederum, es gibt hier Gänge. Es gibt hier also diese Gänge, das sind sozusagen unsere Störungsrisse und entlang dieser Gänge ist das Gestein vollständig umgewandelt. Wenn man hinaufschaut, wenn Sie nach Derlan fahren und hinaufschauen Richtung Mölten, wo die Straße hinaufgeht, dann sehen Sie, dass dort der gesamte Bereich rustig ist. Das ist deswegen rustig, weil es dort Sulfide gibt. Also auch hier wiederum Bleiglanz, Zinkblende, Arsenkies, Pyrit, alles Mögliche. Das ist der Petersbach. Ja. Und hier gibt es den Andreas Hofer Stollen, bei Legar gibt es Stollen, Muckenbüchel gibt es Stollen. Dann hat man hier von der Handwerkerzone den Karnevalstollen hineingebracht. Der geht dann hier zusammen mit dem Hoferstollen. Ja. Das ist eigentlich erst im 20. Jahrhundert passiert, damit man dort relativ schnell hinkommt und das nicht sozusagen über dem Dorf herausbringen und abtransportieren musste, sondern hier an der Seite, damit man die Leute weniger gestört hat. Wie schauen die Gänge im Gelände aus? Ja, Sie sehen die dunklen Porphyre mit weißen Adern durch, das ist im Wesentlichen Quarz. Also ganz typisch für diese Vererzung, hier haben wir kaum Barit, gibt es zwischendurch, aber ganz, ganz wenig, es gibt kaum Kalzit. Also wenn die Gangart da ist, dann ist es Quarz. Manchmal sind die Gesteine dann total zerbrochen, man sieht, dass es wirklich aufgebrochen ist und in diesen Rissen ist dann Quarz auskristallisiert. Ja, diesen Rissen, zum Teil sind die nur ein paar Zentimeter, sind unsere Vorfahren im Mittelalter gefolgt. Hier ist ein Stolleneingang mitten in der Wand, da kommt man eher schwierig hin, also von unten wird es ganz schwierig, von oben geht es leichter, wenn man sich irgendwo mit einem Seil an einem Baum anhängt. Und dort, der ist wirklich von Hand geschlagen. Also Mittelalter bis frühe Neuzeit, alles Handarbeit. Herausgeholt, Bleierze, wunderschöne Bleikristalle und hier Zinkblende, auch noch dabei. Alles relativ klein, also Durchmesser von dem Zeug, einen halben Zentimeter mehr ist nicht. Es gibt ganz selten schöne Erze hier. Auch hier noch Barit als späte Bildung.
kommt von einem Bergwerk in Prisian, also Nals und Terlan haben völlig identische Vererzungen. Hier sehen Sie auch schon den Rost und die dunklen Flecken, das sind die Reste vom Bleiglanz. Ja, in der frühen Neuzeit hat das so ausgeschaut, das ist Terlan. Diese Kirche ist die St. Peter-Kirche, die ist eigentlich unter der Straße, die nach Mölten führt. Das ist der Petersbach und Sie sehen schon, wie viele Stollen da drinnen waren. Da oben wäre heute ungefähr der Hundefriedhof und das ist Lagar. Also man sieht, das ist Neuhaus. Ja. Also das ist sozusagen das einzige Problem, ist, dass die Kollegen damals ein bisschen ein Problem mit der Perspektive hatten, aber alles andere ist eigentlich richtig gezeichnet. Man sieht hier auch die Gänge, diese Stolleneingänge folgen diesen Nord-Süd streichenden Gängen von unten nach oben. Ja, also die haben schon gewusst, was sie tun. Manchmal frage ich mich, ob ich auch weiß, was ich tue, weil da jetzt ziemlich steil hinunter. Sie sehen alles von Hand ausgeräumt, senkrecht. In dem Fall ist ein Stollen im Bereich Petersbach, ja, 40 Meter tief, alles senkrecht herausgeholt, kaum eine Möglichkeit zum Halten. Und man sieht, manchmal wird es sehr eng und man fragt sich schon eigentlich, das, was ich da mache, ist nicht gescheit. Wäre es gut, wenn man Spider-Man wäre oder eine Fledermaus. Im Übrigen, Fledermäuse gibt es dort genug drin. Ja, aber mit Helm und Charme geht das Ganze. Und manche Stollen sind dann auch wunderschön. Man sieht hier Tropfsteine drinnen, auch mit den entsprechenden Sulfiden. Schöne Mineralien, in dem Fall ist das Aragonit im Wesentlichen. Wunderschöne Tropfsteine, die sich hier bilden. Und wenn man sich vorstellt, das ist in den letzten 600 Jahren passiert. Also relativ schnell. Ja. Okay, jetzt haben wir gesehen, wir haben also unseren Subvulkanit. Wir haben außen diese Vererzungszone, die haben wir jetzt kennengelernt. Und dann haben wir schon gesagt, wir haben sozusagen das Ganze erodiert. Das Ganze, man sieht hier oben, ist praktisch dieser Subvulkanit abgeschnitten und drauf gibt es Seesedimente. Und hier haben wir mächtige Konglomerate. Und da drauf kommen nun diese Lavas. Die decken das Ganze ab. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein nasses Becken, die Sedimente sind alle feucht. Und dann kommt eine heiße Schmelze drüber, ungefähr wie ein Bügeleisen, ja, auf einem nassen Hemd. Ja, so in der Richtung. Dann fängt es an, irgendwann, was passiert dann? Wenn Sie ein heißes Eisen auf Wasser drauf geben, das Ganze wird anfangen zu kochen, Sie kriegen ein riesen Problem und das Ganze heißt man dann Geysir. Ja, das ist jetzt ein Geysir von Island. Man sieht ein Loch mit Wasser, man sieht da unten schon, es kommt. Jeder geht in Deckung und dann steigt das Ganze 25, 30 Meter hinauf. Das heißt, ich habe mein Bügeleisen, das funktioniert und diese heißen Quellen muss es im Bereich von Terlan, aber auch auf der anderen Seite bei Perdoni gegeben haben, weil wir entsprechende Vererzungen und Mineralien finden. Auch hier ganz ein typischer Kessel und man sieht, diese Sedimente sind wirklich umgewandelt. Es gibt dann drauf auch Verkieselungen, ganz deutliche Ausscheidungen von Kieselsäure, die da ist, die zum Teil die Gesteine imprägniert, die zum Teil dann auch Pflanzenreste, Pollen und Ähnliches einschließt, die man heute noch sehen kann. Ja, zwischendurch war es vielleicht auch schlammig, keine Frage. Und wir finden die Reste. Es gibt also Strukturen drinnen, wo wir sicher sind, dass es solche Töpfe gegeben hat. Und diese Lava, die sind, ist ganz unregelmäßig. Also wir finden so Bereiche, die haben Fließstrukturen, die haben wunderschöne Falten drinnen und dort gibt es leider keine Mineralien. Aber es gibt solche Blocklaben. Stellen Sie sich vor, wie soll man sich jetzt so Blocklava vorstellen? Jeder hat irgendwo eine Idee. Schauen Sie, das sind die Verfaltungen, sieht man wunderschön, das fließt also. Also alles, was fließt, da können sich keine Mineralien gescheit bilden, weil die Schmelze einfach wie so ein Teig geknetet wird. Das funktioniert nicht. Aber da drinnen gibt es wunderschöne Mineralien. Das ist ein Dawsonit. Dawsonit geschrieben, Dawsonit ausgesprochen. Der Herr Dawson war übrigens ein Mineraloge von der McGill-Universität in Montreal. Und der Erstfund von diesem Dawsonit ist genau im Zentrum von Montreal in einem Steinbruch. Und das Ganze schaut aus wie so ein weißer Schimmel. Ja, das ist die Erstbestimmung. Ich war vor einigen Jahren dann in Kanada und habe das angeschaut, habe
bestaunt, da ist eine Ehrentafel aufgestellt, dem Herrn McGill, der es gefunden hat, und den Dawsonit, den er nach seinem Professor benannt hat. Und ich das gesehen habe, habe ich gesagt, den Kustos zufällig getroffen, wir waren relativ spät dran, na, das soll er da so nicht sein, das ist gar nichts, bei uns haben wir so Haare mit so 4-5 cm, dann ist man fast zusammengebrochen. Am nächsten Tag, weil wir zu spät dran waren, haben wir ausgemacht, wir kommen früher ins Museum, ins Mineralienmuseum, und dann habe ich ihm auf dem Laptop die Bilder gezeigt, dann ist man fast zusammengebrochen. Auf jeden Fall habe ich ihm einen geschickt. Nun, diese Blocklaven, die sind ganz interessant. Das heißt, wenn Sie einen Lavastrom gesehen haben, erst vor kurzem war ja einer auf La Palma, ja, dann sieht man, dass die Lava kühlt ab an der Oberfläche. Das bildet große Brocken, die fallen herunter und der Lavastrom knetet die selber wieder hinein. Ja, das sind, so entstehen Blocklaven. Das ist ungefähr so wie die Damen, wenn sie ein Keksteig machen, der ist dann auch oft bröselig, ja, genau, und der wird dann mit reingeknetet, aber manchmal, wenn die Bröseln sich nicht auflösen, dann gibt es dann irgendeinen Streuselkuchen oder sowas. So in der Richtung kann man sich das vorstellen. Küche geht immer gut bei Geologen. Ja, man kann mit Gesteinen alles machen, was man mit der Küche machen kann, mit jedem Teig. Merkt sich das, also das funktioniert immer. Also man sieht hier die Blöcke und deswegen gibt es diese sternförmigen Strukturen, also das ist ein Block. Das ist ein Block und diese Hohlräume werden verfüllt durch kieselsäurehaltige Wässer. Und dementsprechend bilden sich diese Achate. Und wenn es dann Risse durchgibt durchs Gestein, dann bildet sich auch wiederum Chalcedon, das ist reine Kieselsäure, also reiner Quarz. Und man sieht, wenn der grünlich ist, dann ist diese Lösung sauerstoffarm. Dann ist das Eisen zweiwertig vorliegend und das ist dann später noch einmal aufgerissen und da waren sauerstoffreiche Lösungen und dann gibt es diese wunderbaren Strukturen in diesem sogenannten Jaspis. Ja, wunderschön, also der ist zweimal aufgerissen, es gibt manche Bereiche, die sind sogar dreimal aufgerissen. Ja, wunderschön, auch hier diese Blocklaben, es bildet sich zuerst eine eisenreiche Lösung hier, deswegen ganz blutrot. Wenn man die im Mikroskop anschaut, dann findet man ganz feine Hämatitflitter und dann füllt sich das Ganze, hier könnte man sogar noch sagen, wo unten und oben ist. Ja. Man müsste das jetzt umdrehen, aber damit das Bild größer herauskommt, habe ich es eben so hingebracht. Dann gibt es Quarze, also dort, wo es Hohlräume gibt zwischen diesen Blöcken und die erhalten sind, gibt es Amethyste, die zum Teil dunkle Spitzen haben. Also das ist irgendein Mittelding zwischen Amethyst und Rauchquarz. Wunderschöne Stufen, die etwas weiter weg da vorkommen, aber wunderschön sind diese Quarze, also Quarzkristalle auch bis 3-4 cm, meistens sehr klein, aber wunderschön ausgebildet, alles Doppländer auf einen Eisenkiesel drauf, die sind ganz berühmt von Derlan, mittlerweile ist die Stelle auch gesperrt, wenn Sie sich das vorstellen, das sind wirklich perfekte Kristalle, wasserklar, durchsichtig, hier war auch ein Kristall drauf und da gibt es auch Kalzitkristalle. Ja, Höhe etwa 6 cm. Das ist ganz typisch in diesen Hohlräumen. Also man sieht, also hier sind die Lösungen zirkuliert. Und wenn man Glück hat, gibt es dann auch große Amethyste. Ja, 5 cm von Spitze zu Spitze, perfekt auskristallisiert, immer in diesen Hohlräumen. Da drinnen ist dann meistens Siderit, das Bräunliche noch dazu. Ja, und wenn man sich diese Quarze anschaut, perfekter Quarz. Der ist so perfekt, dass er sozusagen nur eine kleine Ecke hat, wo er angewachsen ist. Der Rest ist alles perfekt. Das ist die Originalfarbe, bitte. Das ist nicht mit dem Computer gebastelt. Auch die Innenreflexe sind original und von dem sind sie auch original. Der hat Innenrisse. Und diese Risse reflektieren und machen dann das Ganze. Man sieht, der ist relativ schnell gewachsen, auch schlierig. Also das ist wirklich einmalig. Und dann der Dawsonit. Also wunderschöne Sterne. In dem Fall Durchmesser etwa 12 mm, ist nicht riesig, gibt es sowohl eben auf der Terlander wie auch auf der Perdoniger Seite, die starten hier und wachsen so strahlig heraus. Wenn man die nach Hause nehmen will, braucht es große Hände, weil einpacken kann man das Material sicherlich nicht. Ja. Wunderschöne Stücke, perfekt auskristallisiert, schöne Igel. Beste Dawsonit-Kristalle der Welt.
Ja, jetzt haben wir gesehen, was man mit Lösungen alles machen kann. Also es gibt immer eine Lösung. Und jetzt sind wir ja von oben nach unten. Jetzt kommen wir immer in den älteren Teil. Und der Beginn des Vulkanismus ist nicht im Zentrum, das haben wir ja schon gelernt, sondern er ist am Rand. Ja? Also der fängt irgendwo hier im Norden an. Das hier ist der äußere Berg. Ja? Im Ultental, hier wäre das Mitterbad, genau hier. Ja, dann kommt man über Meran hinein, Neifschlucht, daher ins Sarental, über das Sarental hinweg und da im Süden kommen wir sehr nahe an die Chimarasta dran. Und zuerst kommen diese Lavas und wenn man sich überlegt, ja, also dieser Vulkanismus fängt im Norden und im Süden an. Ganz interessant, also der bildet diesen Rand außen einmal. Bitte erinnern Sie sich an den Deckel. Ja. Nicht, dass ich da noch eins auf den Deckel kriege, aber man kann hier sozusagen auch Vulkanzentren feststellen. Also überall dort, wo ein Stern ist, gibt es sozusagen auch Vulkanstrukturen, die man als solche ausmachen kann. Also es gibt Schlote, es gibt Gänge, wo man relativ sicher ist, dass das ein Zufuhrschlot sein muss. Also nach diesen ersten Lavas und Blocklavas, alles Mögliche, die sind basisch, die sind dann auch dunkelgrau, kommt dann der Gargazon, die Gargazon-Formation. Aber wir wollen uns konzentrieren auf diesen Bereich und der ist relativ bekannt. Das ist das Vilnösertal und da ist Theiss. Ja. Und das wollen wir uns anschauen. Im Detail, das ist Klausen. Das sind die sogenannten Klausenite. Also wir haben hier sozusagen Material, das im Kristallin stecken geblieben ist. Und hier kommt das Material an die Oberfläche. Chemisch völlig identisch, gleich alt. Etwa 290 bis 285, 200 Millionen Jahre. Und hier sieht man, das ist wirklich ein Vulkangebiet, das separat ist. Schauen Sie, da ist eine Störungszone. Und an dieser Störungszone kommen die Vulkane heraus. Wobei diese Störungszone dann jünger ist. Ja, stellt sich vor, jetzt haben wir da praktisch Gänge, die aus, wo man nicht versteht, kommen die aus dem Diorit, der in der Tiefe stecken geblieben ist, oder kommen die von den Lavas, die an die Oberfläche gekommen ist. Dasselbe hier, das wäre Schluss, ja, Weidbruck, wunderbar, auch dort dieselbe Suppe. Und erst da oben drauf kommt dann die Gargazon-Formation und die Auer-Formation, ja, bei Kastelruth. Im Detail sieht man, da sind viele solche Gänge drinnen. Hier kommt der Diorit herein. Hier haben wir zum Teil umgewandelte Gesteine. Aber man sieht, das ist kein einfaches Zuckerschlecken gewesen beim Kartieren. Also immer wieder so Flecken und so. Das ist relativ zergliedert. Aber man kann sich schon vorstellen, das ist hier ein Vulkankörper. Da ist der nächste Kegel und da ist überhaupt der nächste. Und da braucht es nicht viel Fantasie dazu, sondern das kann man wirklich im Gelände. Nun, Theiss ist ja berühmt für die Theisser Kugeln und die sind schon 1870 beschrieben worden als ganz besonderes Material mit Zeichnung vom Herrn Kengut, der da schon Abhandlungen gemacht hat und sich viele Gedanken darüber gemacht hat, wie so etwas Wunderschönes entstehen kann. Das ist eine Theisser Kugel mit diesen Achaten drinnen auseinandergeschnitten und so zur Form zusammengelegt, also kann man zusammenklappen. Wunderschöne, ein Ei, nicht das des Kolumbus, sondern von jemand anderem, das ist vom Fischnaller. Auf jeden Fall Bildbreite 10 cm. Das Grünliche sind Chlorid und Einschlüsse in diesen Kieselsäure-Material. Lange Zeit berühmt, man hat auch Schmuck daraus gemacht, meistens relativ einfach mit diesen wunderbaren Achaten oder auch Amethysten. Also zum Anhänger taugt es. Hier ein Bild von Theiss und schauen Sie da mal unsere Vulkanstruktur. Also das ist alles vulkanisch, aber da drauf sieht man effektiv, das schaut wirklich noch so aus. Und hier sieht man auch die Lavaströme noch. Also wenn man dort unterwegs ist, im Kostnergraben oder auch hier hinten, kann man noch effektiv die Strukturen sehen. Ja, die Kugeln. Einmal sind sie rund, einmal sind sie so ovaltropfenförmig, ganz interessant. Von außen schauen sie ja nicht sehr toll aus, aber immerhin, wenn man die aufknackt, dann sind es wunderschöne Kugeln, die man hier hat, mit Amethyst gefüllt und deswegen auch so berühmt.
Ja, also, wenn wir uns anschauen, Thais hat ungefähr diese Form, den Rücken haben wir gesehen, der ist jetzt halt spiegelverkehrt. Und da drauf gibt es Lavaströme, da sehen Sie jetzt auch die Blocklaven, sehen Sie, der besteht aus großen Blöcken. Und dazwischen gibt es dann kompaktere Bereiche, da unten ist auch ein kompakter Bereich. Und auch hier wiederum zirkulieren heiße Gase und Lösungen in diesen Lavaströmen. Ist ganz toll, wenn man den Ätna hernehmen kann und dann sagen, wenn man ihn seitenverkehrt macht, dann wird Thais draus. So eine Fantasie muss man haben. Auf jeden Fall, diese Laven, das ist zum Beispiel eine blasenreiche Lava von Island. Auch hier sieht man, dass die Gase aus dieser Schmelze nicht herauskommen. Die bilden dann Gasblasen und diese Gasblasen, gibt es auch Lösungen drinnen oder auch gasförmig gelöstes Material, das kristallisiert hier aus. Und das ist eine blasenreiche Lava von Thais. Schaut völlig identisch aus. Die sind halt außen jetzt grünlich, weil sich dort Chlorid gebildet hat, aber die Lösung oder die Entstehung ist völlig identisch. Also man kann nach Island fahren, um zu verstehen, wie Thais funktioniert. Ja, und hier sieht man, das ist der Abbauort von Thais, ist der Gostnergraben und man sieht hier ein Loch neben dem anderen und der ist ziemlich auf derselben Höhe. Ja. Also man sieht, im ganzen Rest ist nichts drinnen, die Sammler folgen genau diesem Lavastrom. Ja. Das heißt, es gibt dort nur drei Lavaströme, die effektiv Kugeln enthalten. Und wenn man sich das im Detail anschaut, dann sieht man hier diese Blocklaven, Sie sehen selber diese Blöcke. Ja, alles klein, stückliches Material, mit dem kann man nichts anfangen. Und da hat man kompakten Lavastrom und im kompakten Material ist es drinnen. Da oben sieht man auch wieder verwittert und alles so kleinere Blöcke, da ist natürlich nichts drinnen. Das ist alles zerrissen. Ist natürlich für die Mineraliensammler blöd, weil es ist extrem hart. Und die Kugeln, wenn man sie dann aufmacht, sind oft relativ weich. Ja. Wunderschöne Amethyst. Amethyst heißt Kieselsäure mit entsprechendem Eisengehalt. Jetzt, wenn man diese Kugel anschaut, dann braucht es wenig Fantasie. Ne? Das schaut ja fast aus wie eine Winterlandschaft. Wir haben hier unten Quarz. Auf dem Quarz drauf ist Kalzit gewachsen. Das ist Kavasit. Darauf ist Pumpelit, das Grüne, und da ganz zum Schluss drauf haben wir noch Stilbit. Ja? Das heißt, das schaut aus, man sieht eine Abfolge. Ja? Das, was drunter ist, muss älter sein und das, was zum Schluss drauf kommt, ist das Jüngste. Man sieht also innerhalb einer Kugel eine Wachstumsabfolge. Ja? Ja. Ganz toll. Das ist jetzt ein Detail. Schauen Sie, ich habe nicht gelogen, da sind die Quarze drunter. Auf dem Quarz drauf gibt es diese viereckigen Kristalle, das ist der Kavasit. Da drauf sitzt der Kalzit, das ist das da. Und auf dem Ganzen, dann kommen diese grünen Kristalle drauf. Und ganz zum Schluss die Stilbite drüber gesät. Ja, wunderschön. Also das kann nur eine Abfolge sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kugel, die ist geschlossen. Und in dieser geschlossenen Kugel kristallisiert ein Mineral nach dem anderen aus der Lösung. Und sehr häufig sind die Kugeln noch, haben die noch Wasser drinnen. Wenn man die aufmacht, dann zischt es, wie wenn man eine Mineralwasserflasche aufmacht, macht es und dann kommt noch Wasser raus. Und das haben wir im Detail untersucht. Danke nur an meinen Kollegen auch, der mitgeholfen hat. Der Daniel konnte das Ganze. Geil. Also wir haben da sehr viel nachgeschaut und wenn man jetzt so einen Kugelrand hernimmt, und da kann man auch Temperaturen festlegen. Also wir wissen, diese Kugeln sind etwa bei 400 Grad Celsius auskristallisiert und die Kristallisationsende ist irgendwo bei unter 100. Laumantit zum Beispiel ist als Thermometer brauchbar, da muss man ungefähr 100 erreichen, etwas darunter und dann wird es schon schwierig. Also man kommt hier von Achat, Amethyst, Pumpelit erster Generation, Amethyst zweiter Generation, also es gibt mehrere Generationen, Kalzit zum Beispiel hat drei Generationen drauf, aber man kann diese Abfolge festlegen und das letzte Mineral, das im Übrigen auch neu entdeckt worden ist, ist Zinnober. Also alles, was ich hier aufführe, ist Zinnober und dementsprechend sieht man es. Jetzt kann man schauen, wie man es hinkriegt, das ist ein Achat, also da hat es nur eine Phase gegeben zum Auskristallisieren. Diese Flecken sind Eisenoxide, die drinnen sind. Ja. Und man sieht, dass der Eisengehalt vom Rand zum Kern in dem Fall zunimmt.
Dann haben wir gesagt, gibt es Quarz in verschiedenen Modifikationen. Also wir haben Amethyst, der ist violett, dann haben wir Eisenkiesel, der ist rot, dann haben wir weiße Quarze, dann kommt drauf Pumpelit, Prenit, das sind diese grünlichen Kugeln. Ja, das ist relativ eine große Kugel mit 12 cm. Da die Details, auch hier wieder sieht man ein Mineral, das auf dem anderen wächst und dementsprechend findet man diese Abfolgen immer wieder. Haben wir circa 250 Kugeln im Detail studiert, damit man auf sowas draufkommt. Auch hier sieht man, manchmal ändert sich das, also wenig Eisengehalt, dann wird er weiß, bei höherem Eisengehalt violett. Und da drauf gibt es dann wunderschöne Bäumchen. Ja, das sind keine Zypressen, das ist Pumpelit. Das sind ganz feine Nadeln, die in dieser Form wachsen. Höhe von dem etwa 1 cm. Wunderschön auf diesen Quarzen, die da glänzen. Also auch die Natur, die anorganische Natur kann Bäumchen machen. Datolit, ganz typisch für diese Kugeln, sind diese blattigen Kristalle, zum Teil auch bis zu 4 cm groß, die Einzelkristalle. Ja. Apophyllit, das sind diese weißen Blätter und hier sieht man auch wiederum die Abfolge. Der Apophyllit wächst auf dem Kalzit drauf, ja, der geht da hinein. Da hinten ist der Prenit und der Quarz als erstes. Also auch hier kann man, manchmal wachsen die auch gleichzeitig ineinander hinein. Dann wird es natürlich schwierig, aber wie gesagt, bei 250 Kugeln kriegt man relativ eine gute Statistik heraus. Thomsonit, wunderschöne, strahlige Kristalle auf dem Quarz, ja, die da hineinwachsen, sind alles Zeolite. Auch da nochmal ein Thomsonit auf diesem Amethyst drauf, wunderschöne, blättrige, bestrahlige Kristalle. Prenit, ja, mit einem wunderschönen Apfelgrün. Und da der Pumpelit, der da drauf gestreut wird. Also da hat auch hier der Koch etwas vom Verzieren verstanden. Ja, schöne Eiskugel mit entsprechenden Schokosplitter drin. Ganz selten rosarote Heulandite. Kavasit, wunderschöne, immer diese viereckigen Kristalle, wunderschön drauf. Ja, also es gibt ganz viele Zeolite, die da hineinwachsen. Dann Kalzit in der zweiten Generation mit Prenit. Und auch hier schauen Sie die Abfolge. Wir haben Quarz, dann haben wir den Prenit, auf dem Prenit drauf Stilbit und zum Schluss dieser Laumontit, dieser Kristall. Also man kann das wirklich, wenn man es im Detail anschaut, immer wieder feststellen. Und ganz zum Schluss Kalzit dritter Generation, die haben dann auch noch eine andere Form wie alle anderen. Und dementsprechend kommen wir schon hin. Und ganz zum Schluss, wenn dann so die Temperatur ausgeht, dann wächst da noch Gipskristalle, wachsen da drinnen wasserklar durchsichtige Gipskristalle, also Calciumsulfat, das da noch herein ist. Dann sehen Sie schon zwei Typen von Kalzit, einen älteren Kalzit, dieser gelbliche und dann ein jüngerer drauf. Tja, und wenn man das Ganze sich genau anschaut, ne, dann wird auch ein Gesicht raus. Ja? Also ist nicht gelogen, aber es sind alles Dicer-Kugeln. Man braucht es nur richtig zusammenstellen, dann hat man verstanden, wie es im Leben so läuft. Im Übrigen kann man sich das im Mineralienmuseum in Deist dann anschauen. Ja, jetzt habe ich Ihnen erzählt, jetzt wissen wir relativ viel. Also wir haben angefangen bei 274 Millionen Jahren. Dann haben wir gesehen, da gibt es diesen Vulkanit oder diese Lava, die da hineingekommen ist, 276, also auch unsere Erze müssen 276 Millionen Jahre alt sein. Da oben die Gänge sind 274. Dann kommen wir da hinunter mit diesen Schmelzen, sind wir bei 279 bis 290 Millionen Jahren. Also das ist alles schon lange, lange her, wenn man sich überlegt, diese Kugeln sind taufrisch, die macht man auf und sind aber dann 280, 85, 290 Millionen Jahre alt und alle perfekt erhalten. Ja. Wenn man sich das jetzt überlegt, was bedeutet das? Wir haben heute Gesteine an der Erdoberfläche, die waren vor 274 Millionen Jahren auch schon mal an der Oberfläche. Ja, jetzt hat man einen riesigen Zyklus gemacht von der Entstehung dieser riesigen Caldera
in 15 Millionen Jahren von 290 bis 274 Millionen Jahre. Dann hat sich das Ganze abgesenkt, das Tethysmeer, die gesamte Dolomitenabfolge, die 2 bis 3 Kilometer mächtig ist. Die Alpenfaltung, das Ganze wird erodiert, kilometerweise. Und heute habe ich wieder diese Caldera an der Oberfläche und ich kann die alten Oberflächen, die jetzt 274 Millionen Jahre alt sind, in der Blätterbachschlucht, wenn ich die Schlucht entlang hineingehe, gehe ich genau an der Grenze von 274 Millionen Jahren entlang und drauf habe ich den Grödner Sandstein. Also das ist wirklich etwas Famoses und das kann man sich kaum vorstellen. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja, wir haben irgendwo, wenn man die gesamte Caldera zusammennimmt, was haben wir gesagt, 600 Millionen Kubik, ja. Sie überlegen sich mal, wenn man die Teiserkugeln aus allen Sammlungen zusammentut, dann bekommt man nicht mal eine Tonne Material her. Ja, also alle Sammlungen, wenn man die aufstocken würde, kommt das nicht zusammen. Und was bedeutet das? Die sind weitaus seltener wie Diamanten. Weil Diamanten hat man einige Tonnen weltweit, aber mit so viel Kubikmeter Material, mit so vielen, bekommt man nur so wenig Kugeln. Also es gibt nur diese Stelle. Und dementsprechend sind sie auch so gefragt. Aber was heißt das noch? Wenn wir das heute an der Oberfläche haben, dann haben wir sozusagen viele Dinge, die wir nicht wissen. Und die Verwitterung hat lange daran gearbeitet. Aber auch in den Porphyren gibt es Mineralien der Verwitterung, die ganz jung sind. Das hier zum Beispiel sind Gipskristalle, die sind 6 cm hoch, ja, wunderschön gewachsen zwischen den Blöcken, die da heruntergekommen sind aus einer alten Rutschung. Also es gibt einen alten Bergsturz im Bereich von Steg mit großen Blöcken und dazwischen drinnen, nachdem wir dort ja Erze haben, im Wesentlichen Pyrit und Arsenkies, hat sich aus diesen Erzen Gips gebildet. Wunderschöner Federgips, auch den muss man in der Hand nach Hause tragen. Das heißt, die Porphyre können heute noch Mineralien machen. Und Sie werden es nicht glauben, auch der Mensch trägt seines dazu bei. Das ist ein Bild aus dem Stollen in Nals, von Hand herausgearbeitet, wie eine gotische Kirche oder ein gotisches Fenster. Und da drauf sitzen wunderschöne Tropfsteine. Alter des Stollens etwa 1600. Vor 1600 auf jeden Fall handgeschrammt, weil nach 1600 ist der Bergbau ziemlich schnell zu Ende gewesen im Bereich von Nals und dementsprechend muss es vorher sein. Aber schauen Sie, jeder hat einen Tropfen dran, ja. Ja. 400 Jahre alt, wunderschön dieser Stollen, man sieht hier die ganzen Sinter mit wunderschönen Terrassen mit Wasser gefüllt und die wachsen heute noch, kann man sich ausrechnen, in 400 Jahren etwa 70 cm, die allerlängsten, die meisten sind so um 40, 50. Ja. Und da gibt es auch allerhandige Tierchen drin, habe ich gewundert. Keine Ahnung, was das für ein Heupferd oder was auch immer ist. Es hat hinten den Stachel heraus, schaut gleich orange aus wie der Porphyr. In dem weißen Material hat man sie gesehen. Ich habe noch von niemandem gehört, wie das Ganze heißt. Deswegen im Naturmuseum die Kollegen fragen, bitte mal. Also das Foto schicke ich Ihnen, das Material kann man selber holen. Und dementsprechend ja, kann man die Tropfsteine herunter, das ist auch ein Sinter, etwa 12 cm, das sind ganz dünne Röhrchen. Also da kann man durchschauen durch die Röhrchen, die sind alle hohl. Dementsprechend auch die nach Hause zu bringen, ist relativ schwierig. Und es gibt auch wunderschöne Formen, so, das schaut aus wie ein alter Baum. Das sind Aragonit-Eisenblüten. Wenn man sich überlegt, das sind dünne Röhrchen, aber dieses Material, diese Eisenblüte besteht aus Millionen feinen, ganz, ganz feinen, haarfeinen Kristallen, die das ausbilden und wir wissen nicht, wie so etwas entsteht. Schauen Sie sich diese Formen an, wie die Korallen, wunderschön, die wachsen ganz verwinkelt, nicht von der Decke, sondern auch von den Seiten herein und keiner weiß, warum die so krumm sind. Aber man soll es nicht krumm nehmen. Ja. Die grüßen einen, man sieht ja auch wunderschön die Härchen.
Sie geben uns die Hand und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.